Hallo, willkommen zurück zu Celeste, zu Polygon Dreams. Bei ihm sieht der Block ein bisschen anders aus, er ist aber nicht kürzer. Okay, weird. Er schafft das einfach, also like, er schafft den Sprung einfach. Also damit meine ich jetzt aller, ja, und dann gerade hochdashen quasi. Das ist ja irgendwie weird. Nein, ich wollte doch nicht schräg. Ich habe doch schon längst aufgehört, diesen Knopf zu drücken. Er hat auch normale Spikes an der Wand statt diese. Ja, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob er dadurch näher ran kann oder so. Nein. Koppelrüh die Ecke. Okay, er hat's getan. Das war nicht die Art und Weise, wie er auch kam, aber es ist mir jetzt auch schon ziemlich wurscht. Sure. Ich muss nur sicherstellen, dass ich sterbe, sonst lande ich nicht nochmal da oben. Das ist auch der richtige von der Reihenfolge her. Okay, ich denke, wir müssen jetzt wieder normal lang, weil ich denke mal nicht, dass der da. Oh. So. Okay, ja, gehen wir einfach da runter, das sollte okay sein. Okay, bislang kann man auch noch zurückgehen. Ah, okay. Danke, Kumpel. Danke, Bro, tschüss. Ach, ist es doch, ist es nicht schön, wenn einem die Freunde helfen? Sind die innerhalb des normalen Spiels auch einfach aus den Steinen gebrochen? Bin mir ja unsicher. Element. Wo ist der Button? Wo ist der? Ach so, da unten. Da wo er herkam. Da ist der Button. Yo, Bro. Ciao, Bro. Wir sind ja irgendwo verwandt miteinander. Weil die sind ja irgendwo aus Madeline heraus entstanden. Ist ja. Ja. Tempel, der ist ja sehr magisch. Achso, da oben geht's lang. Könnte einer von diesen Kumpels herkommen? Oh mein Gott, Mann, warum nicht? Da könnte man das jetzt easy machen.
Ja, ich muss jetzt nochmal machen. So. Hier ist aber keine so eine Statue, hier kommt keiner von denen. Einfacher macht es das jetzt nicht. Ich meine, ich kann. Ja. Ich meine, ich kann auch einfach weg so, aber. Das reicht doch in 100 Jahren nicht. Und hier ist ja auch nichts wirklich dazu geeignet, um irgendwie gleich zu Wave Dashen. Und damit fliege ich immer zu weit. Okay, ich schaue mir nochmal das Video weiter. Ich schaue das Video weiter an. okay. Anscheinend ist das Ding doch nicht, anscheinend ist das Ding da oben doch nicht so weit weg, weil er es von hier aus geschafft hat, daran zu kommen. Wie hat er denn? Warte mal, ist das Ding bei ihm höher oder so? Bei mir ist das 2 Pixel hoch. Ist das bei ihm auch 2 Pixel hoch? Eigentlich sieht es gleich aus. Aber wie hat er das denn hinbekommen? Like, what the fuck? Achso. Ich weiß ja nicht. Warte, wenn ich jetzt ein Pixel hochgehe und jumpe, klatsche ich da gegen die Decke. Tue ich das nicht, halte ich mich da fest. Okay, wir können aber mal was probieren. Okay, warte. Das bringt eigentlich wirklich weiter. Wenn ich da hochkäme, ohne Dash. Aber wie soll ich das anstellen? Like ein Wave Dash auf dem Pixel hier machen, oder was? Nee, das geht eigentlich fast gar nicht. Oh, wait, das sah sogar relativ gut aus. Ich weiß gerade nur nicht, wie genau ich das jetzt angestellt habe. Ich weiß nicht mal, wie ich das mache, muss ich sagen. Like, einfach so außen stand. Okay, warte. Thank you.
hilft auch nichts. Ja, keine Ahnung. Ich hab mal kurz zwei. Tut einfach so, jetzt wäre da oben ein Refresher, in den ich jetzt reingesprungen bin, ja? Weil da finde ich eigentlich gehört. Ich verstehe nicht, wie man von da unten hier hochspringen konnte, wie der das überhaupt anstellen konnte, dass der das macht. Das kommt mir ein bisschen zu unmöglich vor. Ich frage mich eigentlich, was Herz ist. Wir sind jetzt schon in der letzten Hälfte der Map. Deadbot hat ja bislang es auch nicht eingesammelt. Aber ich weiß auch nicht, ob er es überhaupt gefunden hat. Aber ich habe es bislang, also ich habe bislang nicht erhascht, dass irgendwie ein Herz da wäre. Also, von meinem Ding jetzt habe ich auch kein Herz erhascht. Ich wollte gerade sagen, was ist das hier wieder, aber der wird wahrscheinlich eh runterfahren. So ein bisschen. Achso, da unten. Okay, da kann man stehen. Und dann kann man hier wieder hochgehen. So. Oder, ja. Hier sind sehr, sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5. Leider werden wir aktuell nicht unbedingt angezeigt. Ich sehe kein Herz. Da oben drei Erdbeeren am Rand. Das Level sollte aber eigentlich ein Herz haben. Ich denke schon, dass jedes Level ein Herz hat. Ja, da steht Heart. Yes. In meiner Liste. Okay, das geht auf jeden Fall. Das ist aber ein bisschen sehr krank. Also mit anderen Worten, das will ich jetzt nicht zweimal versuchen müssen. Das will ich jetzt nicht zweimal versuchen müssen, weil das an sich schon viel zu krass ist. Okay, schon, dann machen wir es ja nochmal. Mal für die Erdbeere mache ich es von mir aus schon zweimal. Ich bin nicht gut in in Neutral Jumping. Ich bin einfach nicht gut da drin. Okay, da ist das Herz. Das finde ich gut. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich noch nicht verpasst. Oh, Sala. Sorry. Ja, ich sag sorry, wenn ich umgebracht werde. Okay. Man kann an die Dinger auf jeden Fall näher dran, als ich ganz spontan dachte. Aber jetzt auch nicht. So mega nah. Ich glaube, grundsätzlich sollten die sich eigentlich auch exakt genauso wie Spikes verhalten.
nochmal sagen. Also von like der Range her, in den sie einen erwischen können. Ich schau mal das Video weiter. Okay. Also wenn man da drüben lang geht, kommt man grundsätzlich wieder zurück. Das ist gut. Ah, warte, das geht aber auch. Ich glaube auch, dass das... Da hinten ist es. Das hier ist auf jeden Fall der richtige Weg, was das angeht. Okay. Gut. Sure. Ich wollte eigentlich mich nur daran festhalten. Wait a minute. Okay. Special Antics. Sure. Warte mal, hä? Wie komme ich... Hilfe, wie komme ich wieder zurück? Ich... Das Ding ist, ich kann das Video jetzt auch nicht anschauen, weil ich eindeutig weiß, dass er da jetzt nicht reingegangen ist. Vielleicht ist er da im Nachhinein reingegangen. Hierfür fehlen denn noch 3 Erdbeeren. Ja, ich schaue einfach mal weiter. Okay, also er war auf jeden Fall nie hier. Das hilft mir jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich bin like hier. Ich muss da eigentlich... Ich muss da quasi eigentlich... Warte. Das Ding ist, ich muss den mit like mehr Höhe machen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das geht und wenn ja, wie es geht. Oh. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Okay. Machen wir mal kurz meine Luftbremse auf Standard. Okay, warte. Ich meine, die Sache ist, man könnte theoretisch auf den Fall der Fälle das Level einfach verlassen. Weil, like, ich würde nicht wieder da hinten spawnen. Würde aber das Herz haben. Weil das halt so funktioniert im Spiel. Also, ja. Shit. Sure. Ich meine, eigentlich ist es kein Problem, wenn er die Blöcke wegmacht, weil er ist ja auch ein Block. Also ihr versteht. Nein, scheiße. Auf jeden Fall ist es essentiell wichtig, dass
Oder wäre zumindest ganz praktisch, wenn er den Block da nicht zerstört. Nein, Mist. Das ist auch sehr schwer, es hinzukriegen, dass man gleich. Willst du mich gerade verarschen? Wie kann man denn eigentlich so dumm sterben? Manchmal question ich wirklich meine Intelligenz, so dumm wie ich manchmal sterbe. Nein, mein Gott, Alter, ich. Vorhin kam ich da auch immer so hoch, also dachte ich, dass ich jetzt hochkomme. Und mich da dann wunderbar. Jetzt hör halt auf. Ich muss ihn immer sofort ablenken, das finde ich nicht gemein. Nein. Ich brauche den Bounce von ihm, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie. Nein. Oh my freaking goodness, man. Ich dachte, er würde halt zu niedrig dashen. Hat er aber dann nicht. So. Ah, cool. So. Na, du Kleine, haben wir dir die Erdbeere unter deiner Nase weggeklaut? War das deine Erdbeere etwa? So. Er hat in seinem Video, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, keine. Nee, das stimmt nicht. Er hat, glaube ich, nicht keine weitere Erdbeere mehr eingesammelt. Bin mir unsicher. Egal. Oh mein Gott, Alter. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass uns gerade keine weiteren angezeigt werden. Ah, okay. Da oben. Nein. Ja, danke dafür. Level Ali. Wenn ich schon angefangen habe, zu Safe State, kann man natürlich auch noch weitermachen. Okay, es ist aber nicht hier und es sind ja nur noch zwei, wie man hier unten sieht. Ah. Interesting. Ich glaube, nach oben hat er nicht getried zu dashen. Ah. Okay, der ist, glaube ich, im nächsten Raum der Schlüssel, den man hier braucht, oder? Ja, da hinten. Dash hat mich weitergebracht, als ich erwartet hätte. Ich habe zurückgedrückt, weil ich nicht dachte, dass ich bis hier fliege. What? Ich bin mir unsicher, warum ich scheinbar den Schlüssel collected habe, aber okay. Weil ich eigentlich nicht glaube, dass ich ihn collected habe. Oh mein Gott, Alter, machen wir hier mal kurz ein Safe State. Weil das einfach so. Ja, genau. Weil das einfach so nuts ist. Ja, genau. Also, die Höhe, die man da an den Tag. Die genaue, Höhe, die man da an den Tag legen muss. Naja. Wait a minute. Jetzt muss ich da wieder irgendwie hoch, oder was? Ja. Was verlangen die Entwickler eigentlich immer von einem? Oh, das hier deine auch nicht. Okay, gut. Das hat geholfen. So, mach mal auf. Muss ja angehen.
Hey, what? Du willst mir jetzt nicht wirklich sagen, ich muss like einen Wave Dash machen, um zu dem Binocular zu kommen oder sowas. Okay, sure. Aha. So ein, like, mehr oder weniger Dingenslabyrinth. Das heißt auch, wir haben nie sonst die gespeichert. Sogar ganz okay. Vielleicht schräg, aber sonst. Also teilweise bin ich mir unsicher, warum manche, ich sag mal, Räume hier drin existieren. Achso, jetzt check ich's, warum der existiert. Weil man von hier aus. Wow. Wow. Ich hätte jetzt beinahe gespeichert. So, mein Gott, Alter. Die Schrägen, die man da braucht. Jetzt fehlt nur noch eine. Die sollte dann eigentlich irgendwo hier sein. Da bin ich ja auch verwirrt, warum das nicht da dann auf einmal beim Schlüssel respawnt bin. So in der Art Fragezeichen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher. Okay. So.
Achso, nein, warte mal. Nein. Ja, genau. Man muss like instant zweimal hintereinander dashen. Was auch definitiv nicht wirklich nett ist, muss ich sagen. So, also. Ich bin mir unsicher, wo die letzte Erdbeere ist. Mir fehlt ja nur noch eine. Oder wir haben 46 und laut meinen Berechnungen sollten wir eigentlich... Wo ist mein Taschenrechner? Bei 47 sein. Genau. Also fehlt noch eine, aber bislang... Keine Ahnung, bislang sagt mein Detektor nichts. Ah, da oben. Okay. Wir sind auf jeden Fall... auf dem richtigen Weg. Holla, die Waldfee. Das war ein bisschen sehr eng, muss ich sagen. Okay, ja, richtig. Ah ja, hier oben ist irgendwie so eine, wie so eine Tone Shift. Das ist sehr, sehr schade, weil das hat gerade eigentlich super funktioniert. Ich denke, besser hätte ich es mir gar nicht erträumt. Gerade sehr unsicher. Ich muss mir das Video nochmal anschauen. Die Sache ist, ich glaube, das Ende des Levels ist nah. Verstehst du? Deswegen bin ich mir sehr unsicher. Okay, ich hoffe grundsätzlich, dass wir einfach wieder rausgehen können, wenn ich jetzt da reingehe. Okay. Ist. Ich wollte gerade sagen, ist egal, weil ich habe gespeichert. Scheinbar habe ich das nicht. Du, du musst auch deinen Dash behalten. Madeline. Das ist so dumm. Also, es ist halt so blöd, weil es halt so ein kleines Zeitfenster ist, in dem das quasi funktioniert. Wehe. Nicht dein Ernst. Nicht dein verkorkster Ernst. Ich dachte, ich komme hier halt auch noch raus. Frage mich, was als nächstes kommst. Schaut aus wie ein Eingang zu einem Hotel. Was? Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll. Oh mein Gott, die haben Bücher hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Übersetzung davon ist, von No Way. Lass mich mal kurz mal schnell durchatmen hier. Ich muss aufhören, so viel zu rennen. Ich fühle mich richtig verarscht. Mir fehlt eine Erdbeere. Eine einzige Erdbeere fehlt mir. Hier am Ende. Mir fehlt eine Erdbeere. Warum? Weil ich keine Ahnung, ob ich da hinkomme. Ja, das ist das letzte Level, wie es scheint. Hier!
I took the elevator. Haben wir schon golden? Weil ich es bereits geschafft habe, das vollständig geschafft zu komplettieren, weil ich First Try alles collected habe. Habe ich bei den letzten beiden auch, beiden Leveln auch versucht und bei beiden hat eine Erdbeere gefehlt. Bei der einen lag es daran, weil wir nicht mehr zurückgehen konnten und hier liegt es auch daran, weil wir nicht mehr zurückgehen konnten. Neben der Tatsache, dass ich ehrlich gesagt keinen Peil habe, wie... Wie zur Hölle man die überhaupt hätte einsammeln sollen. Oder... Ach warte, wir haben doch eigentlich... War das F6? Ich glaube schon, oder? Jo. Gucken wir mal, wo soll die sein? Nicht dein Ernst! Also manchmal fühlt man sich schon verarscht. Also ich fühle mich auf jeden Fall like, komplett verarscht vom Spiel. Komplett verarscht einfach. Cool. Danke dafür, Blali. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ich möchte dann eigentlich noch nicht hier reingehen, weil ich bin ja einer, der ist der aller optionales optimal ist und so. Also... Weil es ja hier das letzte ist. Also würde ich wahrscheinlich erstmal das hier ist die goldene Erdbeere schon da. Nicht hier. Nicht. Ist die noch nicht da? Ist die wirklich noch nicht da? Muss man erst B-Seite schaffen oder was? Auf jeden Fall ist die goldene Erdbeere noch nicht da, wie es scheint. Also werden wir wahrscheinlich erst die B-Seiten machen. Naja, bewerten nicht vergessen und ciao.